bin ich hier in Deutschland nicht gut genug? Ich arbeite mit vielen Fachkräften zusammen, die hervorragende Abschlüsse haben, die in Cambridge studiert haben, die in Berkeley studiert haben, die an der London School of Economics gearbeitet haben, die für die internationale Energiebehörde gearbeitet und dort Teams mit 150 Mitarbeitern geleitet haben. Und dann kommen diese Menschen nach Deutschland und in anderthalb Jahren schreiben sie 100, 150 Bewerbungen und bekommen keine oder nur eine Einladung. Und das zehrt am Selbstwertgefühl dieser Menschen und das ist unglaubliches Potenzial, das hier verschwendet wird. Die Top 40 Berufe in Deutschland machen 40% aller angebotenen Arbeitsstellen auf. Das sind Software Developer, Business Analyst, Marketing und dann Berufe wie Kranken- und Altenpflege, wo heute schon 30 Bewerber auf 100 offene Stellen kommen. In den meisten dieser Berufen könnten die Menschen auf Englisch arbeiten. Wer will, dass Deutschland vielfältiger wird, dass Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten mehr Erfolg haben können am Arbeitsmarkt, der sollte auf das Leistungsprinzip setzen. Die beste Frage, um Vielfalt zu fördern, ist, wenn ich für Sie arbeite, am Ende des ersten Jahres, was muss ich erreicht haben, um erfolgreich zu sein? Und wenn ich zeigen kann, wie ich dieses Ziel erreiche, dann sollten Sie mich einstellen. Ganz egal, was mein Abschluss ist, wie alt ich bin, ob ich jung bin, ob ich ein Mann bin, eine Frau bin, welche Hautfarbe ich habe oder aus welchem Land ich komme. Leistung schafft Chancen für den Einzelnen.